Zwischen der Bush-Paulson-Administration und der Obama-Summers-Volker-Administration sehen wir eine totale politische Kontinuität in wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten. Geithner was on board at the Fed, the New York Fed, dealing with all these institutions. He didn't get it. And then we had this fellow who came up afterwards, Mr. Friedman. He was on the Goldman Sachs board, and he didn't last too long as the Fed chairman. Why? Because he had a conflict of interest. Is it possible that there's so much conflict of interest here that all you folks don't even realize that you're helping people that you're associated with, and you should be recusing yourself for America's ethics? I behaved with the... You don't think you should have recused yourself when you asked Lehman to go into bankruptcy, you didn't put Bear Stearns in bankruptcy, and then you folded Merrill Lynch into... I mean, isn't there some point where you got to say, hey, I got a conflict of interest here? You don't feel any kind of scintilla of ethics on this thing at all? Totally. I operated... very consistently within the ethic guidelines I had as Secretary of the Treasury, and when it became clear that we had some very significant issues with Goldman Sachs and with Morgan Stanley, what I did then, it would have been very wrong for me to recuse myself. What I did was I went and got a waiver from the ethics agreement, because when we had concerns... Who was in charge of the ethics agreement? What? Who's in charge of the ethics agreement that you got a waiver? We have an office of ethics at Treasury, and we have a White House ethics office. So you got it from the legal counsel from the White House? We got it from the government ethics office. Snow, Paulson und jetzt Geithner. All diese Leute stammen aus demselben Lager. Es handelt sich nicht um unabhängige Finanzminister. Sie sind Teil des Problems, nicht Teil irgendeiner Lösung. Und es wäre schön, wenn Präsident Obama einen Wandel im Finanzministerium bewirken würde. Aber natürlich holte er sich einen Wall Street Insider als Finanzminister. Alles, was spekulativ, parasitär, krebsartig aufgeblasen ist, aus all den Administrationen zurück bis Carter und sogar noch weiter zurück, kommt in der Obama-Administration zusammen. Mit Volcker, mit Summers, der an den Wirtschaftsverbrechen unter Clinton beteiligt war. Der Kerl, der uns Derivate und das Ende des Glass-Steagall-Schutzmechanismus brachte. Es hätte keine perfektere Besetzung geben können für die Übernahme einer früheren Regierung, dem Bush-Regime, als das Obama-Regime. Es gibt bereits manche Schreiber, die sagen, es wäre der gleiche Haufen. Und es stimmt, es sind die gleichen Banker, die die gleichen Jungs vorschicken. Weit entfernt davon, der Bevölkerung zu helfen und jener etwas Neues zu bieten oder jener mehr Macht und Mitbestimmung in den eigenen Angelegenheiten zu geben, hat sich Obama sofort auf die Seite der Banker gestellt, die abermals die Bevölkerung bis aufs letzte Hemd ausgeraubt haben. Und nun muss ihnen mit unseren Steuergeldern ausgeholfen werden. Obama tut all das mit einer linksliberalen Deckung. Er macht uns weiß, dass er irgendwie anders sei als Bush, dass dies irgendwie wohlwollend wäre, wenn er sich um die Armen sorgen würde. In Wirklichkeit ist das der gemeinste Schwindel und der größte Betrug. Obama hat sich zu 1000% den Belangen von Wall Street verschrieben. Wenn Wall Street sagt, spring, dann springt Obama. Es geht um 30 bis 40 Dollar für die Banker, für jeden Dollar, der an einen Arbeitslosen geht oder an jemanden, der Essensmarken bekommt oder an Infrastruktur geht wie Gebäude oder Autobahnen. Die Hoffnung war, dass wir uns mit der Obama-Administration darüber hinaus bewegen. Nur leider sehen wir mehr und mehr, dass Obama sich viele Ökonomen geholt hat, die sich in der Vergangenheit auf das System eingelassen hatten. Larry Summers ist ein sehr gutes Beispiel. Viele seiner Ökonomen, viele der Leute dort. Man kann inzwischen Obama mit Hoover vergleichen, der etwas Ähnliches während seiner Präsidentschaft getan hatte. Im Gegensatz zu Franklin Roosevelt beispielsweise, der sich ein relativ unverbrauchtes Team geholt hatte.
Die Sorge ist nun, dass Obama in diese Falle hineintappt, dass er die gleichen Leute holt, die uns in die Lage gebracht haben, in der wir uns heute befinden, sowie andere Leute, die den gleichen Theorien anhängen, die uns so weit gebracht haben, diese mutierte Form des Kapitalismus. Es ist anzunehmen, dass die meisten Politiker, die in Ämter kommen, sagen wollen, hey, die Probleme aus der jüngeren Vergangenheit sind die Schuld von unseren Vorgängern. Ich räume hier auf, hole ein neues Team. Macht uns nicht verantwortlich für das, was wir geerbt haben. Man kann nicht verkünden, dass die politischen Entscheidungen vor uns verrückt gewesen wären, weil man jemanden um sich hat, der ein wichtiger Architekt dieser Entscheidungen gewesen war. Die Leute sollten nicht länger ihrer politischen Partei die Treue schwören. Sie sollten der Bill of Rights und der Verfassung und dem, was die Republik so großartig gemacht hat, die Treue schwören. Die grundsätzlichen Menschenrechte und die Menschenwürde, die jeder Bürger dieses Landes von Geburt an hat. Nicht, weil es ein Recht ist, das uns von der Regierung gegeben wurde, sondern weil unsere Verfassung und unsere Bill of Rights festlegen, dass diese Rechte unveräußerlich und gottgegeben sind. Wir haben sie von Geburt an als fühlende, freie Wesen mit einem Bewusstsein. Aber stattdessen jubelt die Bevölkerung den Republikanern bei einem Sieg zu oder den Demokraten, wenn jene die Republikaner besiegen. Es ist ein endloses, inszeniertes Gladiatoren-Schauspiel. Interessengruppen besitzen beide Parteien und man projiziert das falsche Links-Rechts-Denkmuster auf eine Leinwand. Dahinter, quasi hinter dem Thron, ist das Establishment in der Lage, unsere Gesellschaft zu steuern und jene in einen hochtechnisierten Polizeistaat umzubauen. Wenn man es zulässt, dass die Finanzoligarchen, die die Krise überhaupt erst geschaffen hatten, uns aufschwatzen, dass dies die Spezialisten sind, die uns aus dieser Krise herausholen werden, dann werden sie uns tiefer und tiefer in den bodenlosen Abgrund einer weltweiten Wirtschaftsdepression, eines Finanzkollapses und eines Zerfalls stürzen. Die Demokraten haben wirklich mehr getan als die Republikaner, um die amerikanische Wirtschaft zu destabilisieren und um den Großbanken sowie Wall Street zu helfen. Ich denke, dass die Republikaner ein wenig mehr über das Finanzwesen und über die Märkte wissen. Genug, dass, wenn zum Beispiel Goldman Sachs den Kongress wagt, Gesetze zu ändern, wie in den 90ern, um Positionslimits bei den Termingeschäften aufzuheben, die Republikaner sagen würden, vergesst es. Das passt überhaupt nicht zu irgendeiner Vorstellung von einem fairen Markt. Aber bei den Demokraten habe ich das Gefühl, dass sie einfach nicht bewandert genug sind im Hinblick auf das Finanzwesen, um Nein zu sagen. Und ich denke, dass Goldman sich sehr clever mit den Demokraten positioniert, weil die Demokraten, wie viele NGOs, denen ich begegnet bin, völlig unfähig scheinen, diese Themen wie Märkte und das Finanzwesen zu begreifen und wie dies mit Dingen wie sozialer Gerechtigkeit zusammenhängt. Unter den Demokraten sahen wir auch die Außerkraftsetzung des Glass-Steagall-Gesetzes. Das Glass-Steagall-Gesetz hielt fest, dass es von vornherein einen Interessenkonflikt gibt zwischen der Seite der Geschäftsbanken, den Geldverleihern, und der Seite der Investmentbanken, welche eine Eigentümerposition einnimmt. Man muss diesen Interessenkonflikt beenden durch die Trennung dieser beiden Einheiten. Man hat Investmentbanken und Geschäftsbanken, diese müssen aber voneinander getrennt sein. Do you think that the repeal of Glass-Steagall was a tragic mistake? No, I don't think so. Man kann eine Geschäftsbank sein wie Chase Manhattan. Oder man kann ein Investmenthaus sein wie JP Morgan. Oder eine Bank wie Bank of America. Oder ein Investmenthaus wie Merrill Lynch. Aber man konnte nicht beides sein. Im Laufe der 1990er verlangten die schreienden Hyänen der Wall Street, dass dieses Verbot, diese Regulierung abgeschafft wird. Dies war die illegale und unangebrachte Form einer Spielbank. Die Derivate wurden benutzt und dereguliert. Leute machten dabei das 30-fache, 40-fache und manchmal das 100-fache an Profit. Denken Sie daran, Derivate sind ein Nullsummenspiel, also existiert der Wert eigentlich gar nicht. Es ist nicht wie bei einem Paket von General Electric Aktien oder Ford Aktien oder Ähnlichem, wo es einen Wert gibt. Derivate haben keinen Wert. Aber genau diese Leute, Summers und Geithner und all die Leute bei Goldman Sachs und JP Morgan, die diese Dinge geschaffen hatten, haben nicht Millionen oder Milliarden eingestrichen, sondern Billionen. Und jetzt, wo diese Dinge einstürzen, führen genau dieselben Leute die Regulierung dieser Dinge an. Und sie führen die Bankenrettungen an. Und sie geben Geld an genau die Halunken, die das Problem verursacht und die Profite eingestrichen haben. Es kann nicht repariert werden. Und dies läuft, während Obama die Verantwortung hat, genau in diesem Moment.
And this is on Obama's watch right now.